Sehr geehrte Damen und Herren, Chinas Wirtschaft macht trotz des Konjunkturprogramms keine Anstalten, sich zu erholen. Auf unserer monatlichen Prognosesitzung haben wir das zum Anlass genommen, unser China-Bild grundlegend zu revidieren. China hat diese Woche mit der Abwertung der eigenen Währung eine neue Waffe in den Handelskrieg mit den USA eingeführt. Offensichtlich will die aufstrebende Macht China im Konflikt mit den USA nicht klein beigeben. Dieser Konflikt droht zu einem Dauerzustand zu werden, der das Wachstum Chinas ebenfalls dauerhaft senkt. Aber die chinesische Führung scheint diesen Wachstumsverlust zu akzeptieren. Sie will nicht mit einem massiv aufgestockten Konjunkturprogramm gegen das unvermeidlich niedrigere Wachstum ankämpfen. Die schädlichen Nebenwirkungen der zurückliegenden Konjunkturprogramme sind ihr noch in schlechter Erinnerung. Außerdem ist ein geringeres Wirtschaftswachstum für die Führung in Peking politisch beherrschbar. Schließlich kann sie die Schuld an dem niedrigeren Wachstum für die Bürger nachvollziehbar auf den amerikanischen Präsidenten Trump schieben. All das bedeutet, dass sich die chinesische Konjunktur, anders als bisher gedacht, in den kommenden Quartalen nicht mehr nennenswert erholen wird. Wir haben deshalb unsere Wachstumsprognosen für Deutschland und den Euroraum deutlich gesenkt. Die EZB dürfte im September ein umfassendes Lockerungspaket beschließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.